Platte kommt übrigens auch. Ja, bald, und jetzt live. Weil wir fangen jetzt gerade an zu arbeiten. Und irgendwas also, live. Das dauert nicht zu lange. Ja. Okay. Super. Schnickt. Yes. Und der Spence, die Obi-Wan, die Firma. Schichtwechsel, einzigartig und aufhaltsam. Nicht zu verwechseln, mit der Bar oder Eiber. Dies ist die Firma, diszipliniert die Japaner. Sieht schlimmer und strenger, unser Ziel steckt fest. Wir blicken in die Zukunft, wir sind letztlich wie die Pest. Wir haben unsere Finger in jedem Geschäft. Wir denken und denken, unsere von Männern. Was? Du Penner! Ich bin da schneller als du im Ziel. Immer der Erste, der Sieger. Verlosen ist viel, ich erreiche mehr. Bis jetzt ein Meer von Aktien. Wir kriegen in Millionenhöhe wie eine Stabilo. Auf der Zugspitze denken wir wohin. Halbnackte Ladies tanzen im Schnee. Werden gesponnen von Straßenkleidung von Dante. Die haben gerade Ruhe bekommen, direkt von der Mann. Das Schaumburg und Tim, hätte ich schon längst der Schuss. Hätte den Dutti, die Champagner begossen. Das ist der Weg. Schwimmen im Goldbach. Ein paar Worte zum Ursprung der Firma. Wir regieren von Köln bis nach Würmer. Verbindungen in ganz Europa. Wir sind die Arbeitgeber, ihr die Arbeitnehmer. Das ist unser Thema. Tja, kommen wir zum Thema. Drei Geschäftsmänner scheinbar aufgestellt wie nichts geheim jedoch verschworen. Deshalb kooperieren wir infizierten Betriebe, infiltrierten Unternehmen. Wir bieten uns professioneller Hilfe aus Jemen und Teheran, Palermo. Fachmänner aus Japan unterwandert in die Konkurrenz. Ultimative Kompetenz. Wir fahren vor in unseren Firmenwagen. Kofferraum beladen mit der klassischen Waren. Unsere Angebote sind nicht abzuschlagen. Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen. Wir beherrschen den Raum wie Gase. Die letzte Phase gut behütet die chinesische Basen. Denn mit jeder Stiege ganz oben in der Hierarchie. Die Wechsel der Konzerne, die Atomkerne. Wir schweifen in die Ferne. Ja, wir verführten Firmenbosse mit aus Hessen. 60 zu Odessen, weibliche Delikatessen. Die Möglichkeit, sie zu erpressen. Währenddessen nutzen wir Betriebsgeheimnisse beim Geschäft. Ey, bevor wir es vergessen, wir brennen wie Ölraffinerien. Wir setzen ein Team hin zu den letzten Arterien. Und der Rest der Unternehmen, die Atombeschäftigkeiten. Das ist glatt zu bügeln, wie einen Anzug mit Falten. Bezahlte Killer SDF für eine Handvoll Dollar. Wir bringen Rentner zu Kollaps, Dollar. Kontrollieren unser Imperium wie die Triaden China. Tatwaffe stellvertretend für die Firma. Meine Damen und Herren, yo, hier kommt die Firma. Meine Damen und Herren, hier kommt die Firma. Meine Damen und Herren, Omega kassieren wie der Staat. 84 Karat, wir alle schwimmen im Goldbad. Ja. Das ist das Resümee des vergangenen Jahres. Für viele ein fatales, für uns ein triumphales Unterfangen. In alle Belangen, die Konkurrenz muss um ihre Plätze. Sag ja zu der Firma, komm und schließ dich Schutz an. Deine Zukunft ist gesichert, wir retten dich vor dem Untergang. Manipulieren Spekulanten und Statistiker. Hey, oh DJ, ein Wort an unsere Kritiker. Who every motherfucker who diss my crew? I said, fuck you, now what you hoes wanna do? Tja, so viel dazu. Kommt zum Schluss mein Anlauf dazu. Triumph wie Pavarotti. Yo, die Sicherheitsabteilung zuständig für die Verteidigung der Firma. Studiert den Pistolen des Klimas. Setzt die schlechte Verlierer vor die Tür. Die Casino-Besitzer. Stammgäste in Monaco und Nizza. Ey, wir sind weltweit vernetzt. Feiern mit Models auf dem Blauschild. Morgen für meine Privatvideo. Okay, wir brauchen kein Belegen. Yo, denn wir denken das Finanzamt. Die alle schlafen nur noch in Seide und Sand. Meine Damen und Herren. Bam, bam, bam. Meine Damen und Herren. Blacker. Hirama, vernichte vom Feinde wie ein Flugzeug über Yokohama. Wie Shakespeare bin ich Drama, Luca da Bianca. Ich entführ euch wie Tanker. Erpresse Scheiche, spreng euch die Leiche. Hinterlasse Leichen, dieser Rotti ohne Gleich. Bring dich zum Schwitzen wie tropisches Klima. Und alles nur aus Liebe zur Firma. Und meine Damen und Herren, hier kommt die Firma. Und meine Damen und Herren, dies ist die Firma. Und von Alpha bis Omega kassieren in der Stadt 24 Karat, wir alle schwimmen im Goldbad. Vielen Dank! Und zurück beim Splash aus Chemnitz mit der Firma im Wigwam.
Tretet ihr eigentlich, also nehmt ihr noch immer eure Liveband mit? Meistens schon, ja, heute ja? nicht. Ja. Das ist immer noch die Band, die euch teilt? Immer noch Killer, genau. Mit Mr. Gentleman. Aber jeder weiß ja, dass Killing Rhythm Section ist ja eine Reggae-Band, ist ja keine Hip-Hop-Band. Ne? Ja. Ja. Was ist das für ein Scheiß? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Nee, aber ich meine. Doch, das macht schon Sinn für die wissen, ja? was ich meine. Ja. Okay. Das war jetzt Insider. Okay. So eine kleine Botschaft. Nee, ich meine, ich hab. Ach so, ja. Ich hab Gentleman letztes Jahr oder so interviewt und ja. den damals schon gefragt, ob das nicht langsam mal schwierig wird mit euch beiden und dieser Bandteilerei. Wie ist es denn jetzt mittlerweile? Das ist Hip-Hop, da ist alles möglich so. Und, ich meine Zeit wegen der Zeit. Nee, ja, aber solange die Leute engagiert sind, solange die Leute Bock haben, Musik zu machen, unterwegs zu sein, so, ja, da findet man schon eine Lösung. Du trittst ein paar Mal mit Dat auf, aber hast dafür viele andere Gigs, wo du halt die Band dabei hast. So. Das ja. klappt auf jeden scheiße. Fall. Für mich ist das scheiße. Weil ich habe normal bei dieser ganzen Bandrolle eine reduzierte Rolle, da reicht meine DJ-Fähigkeiten noch aus. Oh. Ich bin nun mal kein DJ. Ich habe die ja. Musik bei uns gemacht und sehe mich auch gar nicht als DJ. Ja. Und die ganzen neuen Kids, die sind so weit, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Ich habe noch meine Fertigkeiten irgendwie, die sind 10 Jahre alt, immer die gleichen Techniken und so. Ja. Und ich meine, ohne Band, da fällt es halt auf. Dann stehe ich da oben wie ein Blödmann. Ohne. Ey, mach einen Applaus für den DJ. Ich denke mir immer, Mensch, halt, komm her. Mann, lass er halt mal den Ball flach machen. Genau, das wäre lieber. Ja. Ja, aber also jetzt weiß ich ja deine Meinung. Wie ist das denn für die komplette, für euch? Was ist denn der Unterschied, wenn ihr jetzt die Liveband dabei habt oder ein Dat? Nee, ist schon besser. Ist das schöner vom Feeling her? Es kommt auch immer drauf an, also wie die Leute sich annehmen. Das ist immer so eine Wechselwirkung. Auch drauf an, wo man auftritt zum Teil. So. Ja. Weißt du, wenn du auf einer Jam auftrittst und da treten fast alle mit Dat auf, so, dann kommst du mit der Band, dann ist das super gewaltig, so, dann ist das fast schon unfair vom Sound her so. Ja. Und andererseits bei irgendwelchen Festivals so können wir froh sein, dass da eine Band ist, so, die halt richtig Power macht so, und die dann mit anderen Acts, die auch aus anderen Musikbereichen kommen, so noch mithalten können, so vom Sound einfach. Auch so, die Präsenz meine, der Sound ist sowieso dicker bei Hip-Hop, ist ja klar, aber dass er auch laut genug ist. Ja, die Präsenz eben, wenn du mit so vielen Leuten auf der Bühne stehst. Schon ja, das ist, schon das ist einfach schon auf so riesigen Festivalbühnen und so, dass es einfach wichtig ist. Ja, ja. Du hast ja jetzt gerade auch erwähnt, ihr bringt bald ein neues Album raus. Ja, bald, ja. Nein, aber Mitte nächsten Jahres ist das Ding da, auf jeden Fall. Und früher oder später, so Sommer oder Winter, wie das halt dann ist, so, aber es geht schon. Ja. Aber vorher kommen noch die Venturas mit der Maxi, da bin ich drauf, Fader hat produziert, meine Solo-LP, ich bin gerade heftig dabei. Ventura. BRB, was geht denn ab? Tomek, was geht denn ab? Und alle anderen da draußen. Haltet euch ran. Und ich mach nix. Du legst dich ich nach. Lebe für Hip-Hop. Wir leben und spielt ihr denn Festivals noch mehr? Wir haben jetzt noch Bizarre. Ja? Schreibt euch das hinter die Ohren, Bühne, auf der großen. Oh ja, Bizarre auf der großen Bühne mit Band. Oh. Mit Band. Oh. Hey. Das sieht aus. Ja. Und ich glaube, da springe ich auch von der Bühne. Und, nee, und sonst irgendwelche Live-Sachen? Die Punica Jam-Session haben wir. Bei Punica abchecken. Specialist auch wieder. Ich hoffe doch, ey. Ja. Und viele fetten Sachen dabei, ja. Ey, yo, Fat-Check. Habt ihr alles mitgeschrieben? Gut. Und Fat-Check, yeah. Dann bedanke ich mich für euch. Und dann, ihr dürft jetzt eure Erkältung auskurieren. Ja, nee. Doch, er ist erkältet. Ja, das ist doch Weichheit. Dankeschön. Ja, wir danken dir. Viel Spaß euch noch. Ne? Ja. Bis dann. Bald was Neues. Ciao.